Also. Alles klar. Ich habe so ein Gefühl, wird hier für den Boss. Ich habe so ein Gefühl, wird der letzte Boss sein, den wir hier noch brauchen. Für Rinas und Antons Klamotten irgendwie. Ich glaube, da war auch irgendwie so ein Roboter, irgendwie die Silhouette sah irgendwie so aus. Ein großer weißer Kerl. Das Monument kippt um. ここで何があったってんだ。ベン、アンド、モニュメントの付近を調べろ。私はプロキシと姉貴で操縦席を見てくる。よし。二人とも気をつけて。プロトタイプはもう長いことフォローにいる。部分的に侵食があるかもだよ。 安心しな、姉貴。機密性が高いからか、操縦席の中は割と綺麗だぜ。ん？な、これは間違いない。弾痕だ。それも一つじゃない。周りを見てくれた。狭い操縦席のあちこちに撃たれた跡がある。さあ、セファーターだね。何がどうなってやがる？ 野球もここに落ちてる。至近距離で撃ったんだ。操縦席の中で激しく争ったのかも。だけど時間が経ちすぎて撃たれた人がいるかまではちょっとわからないな。コンソールの上に請求書。待てよ。これはベン、アンド、来てくれ。プロキシが とんでもねえもんを見つけた。どうしたんだ、社長。これを見ろ。これはプロトタイプの引き渡し指示書。ホルス社長のサインに金額と日付まであるぞ。会社の帳簿から消えた金額とも合致してる。日付もホルスさんが失踪した日だよ。ホルスさんがお金を持ち出したのはプロトタイプの費用の支払いのため。 ホルスさん見てに正義を重んじる男が持ち逃げなんて。まあ、まあ、irgendwie offensichtlich so。この引き渡し指示書があれば、やっと先代の汚名を晴らせるってもんだ。待ってくれ。ということは先代がプロトタイプをここまで操縦してきたのか。先代はなぜそんなことを。その後どうやって姿を消したんだ。 確かに疑問だが、今はまだ結論を出せそうにねえな。だが、キャビンの中には大量の弾痕があった。多分ここでは何かやばいことがあったんだ。あいつが親父が逃げたんじゃねえなら、もうこの世にはいねえかもしんねえ。くそ！クズナンザのライシャ。今になって思えば。 あいつが家を出る前の電話だって。見て見ぬふりをしろとでもだとか。あの中には一体何があったとか。親父のやつ、きっと何か危ねえことに巻き込まれちまったんだ。けど、親父は一体何を見た？どうして誰にも言わねえで。クレタ、落ち着いて。その答えはきっと見つかるよ。 プロトタイプを確認したけど、論理コアの外部記憶阻止は無事だった。その中に当時の映像記録があるかもしれない。プロトタイプを持ち帰ったらすぐデータの分析にかかるよ。必ずやホルスさん失踪の真相を見つけよう。そうっすよ、社長。なんとかなりますって。あ、フォア。Mach mal einen Dance Battle mit dieser Musik im Hintergrund. Er nimmt die ganze Dramatik aus der Szene mit diesem blöden Kaninchen. Alles klar. Immer wird doch ja passieren, pass auf.
Ding macht so was von auf. Ah, Mann. Hallöchen, na? Ist das Kors? Sieht voll nach Bosskampf aus hier. Wow. Er hat sich verbunden mit denen, oder? Oh nee. Skorpion-Monster-Roboter-Mensch-Typ. Aber ich komme ganz lang auf. So. Weiter Knopf. Weil das ja nicht der letzte Boss hier vom Kapitel ist, einmal ja auch nicht. Kann aber nicht sein, aber ja, viel zu kurz. Und einmal bohren. Ich bin fast tot. Also entweder sind die Charaktere viel zu stark oder der ist zu schwach. Oder kommt noch eine zweite Phase. Oh man, da sind die anderen. Ah, das ist Grace im Team. Ah, komm mal her. Und durch den Heule 0 bestimmt auch wieder eine neue Stufe oder so freischalten, ne? Ja, auf der jetzigen Stufe muss ich die ganze Zeit hier gegen den Schlechter erkämpfen, ne? Und das hier, das sieht mir schon aus wie nächster Super Boss hier irgendwie. Da geht noch, ne? Da geben sie mir ja seit Ewigkeiten mal wieder sie als Charakter, ne? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man die jetzt wieder steuert, ey. Der Riesenbohrer.
trotzdem nur easy hier. Also was hier? Sport, oder? Ja. Ja. Boah. Nein. Muss ich auch treffen, Kollege. Jetzt hat der Riesenbohrer. Aber jetzt bist du weg. Oder? Was? Ja, so geil. Boah. Ja, so läuft das normalerweise ab in einem Kampf. Boah. Bitte sag mir, ich kann das Ding steuern. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Aber dann gehen wir die anderen beiden mit kaputt, oder? Ah ne, genau, da mitten durch, aber... Controller ist die ganze Zeit am Vibrieren, am Blinken, ey. Aber ist er nicht ihr Vater? Ja, das wäre ihr Vater. Rufe diesen Namen. Boah. Alles klärchen. Okay, ich glaube, das schneide ich in zwei Parts. Ne? Sonst wird dir wieder ein überlanger Part. Ein paar Tage später im Random Play. Okay. Oh, noch kommt. Hey.
Wie geht's der Kollege da? Das ist Intro-Lied. どれも大した怪我じゃねえし、もうほとんど元通りだ。なんともねっつってんのに、姉貴も安藤たちもエーテルの侵食がどうのって聞かなくてな。おかげで検査をはしごする羽目になっちまった。みんなが心配するのも当然だよ。あんたはプロトタイプを操縦して長時間、それも至近距離で怪物と戦ってたんだから、あの怪物人体に悪影響を及ぼさないって保証はまだどこにもないんだよ。 Ja, wie läuft denn die Ermittlung? Na, erfahren wir, dass das ihr Vater war, ne? Ja, dafür ist die Musik gerade so fröhlich. ああ、これも全部現場に足を運んでくれた治安官の姉ちゃんのおかげだ。とはいえ、治安局がバケモンについて調べてるのをただ待ってるわけにもいかねえ。パエトン、こいつを託してもいいか？ Okay, ein chipähnlicher Gegenstand, den Kollege uns zur Aufbauung auf gegeben hat. Sie sah aus wie eine externe Speichereinheit, die von Prototyp abgebaut wurde. Dann könnte noch ein Hinweis enthalten sein, die aus der Zeit stammt, bevor das Unglück von Quartz passierte. Das ist. だから、プロトタイプを操縦して、ぶっ倒そうとしたんだ。この記憶素子の中には、当時に関する手がかりがあるかもしれない。けど、親父の野郎、こいつを特殊な暗号化でプロテクトしてやがんだ。うちらじゃデータの読み出しはできねえ。悪いが、手伝ってくれるか？水臭いな。もっと私たちを頼ってよ、クレタ。それに、 私たちも分け合って、あの怪物が気になってたんだよね。絶対に中のデータを解読してみせるよ。安心して。分かった。それじゃあ、記憶素子はお前らに託したからな。これから仕入れ業者と打ち合わせなんだ。ぼちぼち追い止まするぜ。バイバイ、クレタ。工事が順調にいくといいね。ああ、私もお前らの朗報を待ってるからな。 あの子、初めて会った時から随分雰囲気が変わったよね。今のクレタは前にも増して頼れる社長って感じ。でも本当予想外の連続だったね。シンプルな依頼かと思ったら、白技重工の過去を掘り起こす。まあ、ich bin schon fertig mit Kapitel 2. Ich habe gesagt, wir gingen voll schnell. Also voll durchgebottert, glaube ich, ne? 怪物がエネルギーを放出した時、目に変な感じがしたって言ったよね。うん、まあ、青が違和感があったような。あの怪物の裏には絶対に何かあると思うんだ。私たちが追い続けてるあの件の真相もそこにあるかもしれないよ。とにかく残骸は一旦治安局に任せよ。私たちの仕事は Oh Mann. Fair, kannst du sie entziffern? Mein Lieblingscharakter in diesem Spiel. Mein Gott. Dann dieser Sets auf einmal. Würde ich ja gerne machen, aber du hast gesagt, ich soll nicht. Alles wird direkt zu den Cunninghairs.
ビジネス上の取引を行っています。レイン？お兄ちゃん、私聞いたことあるよ。システムやデータをクラッキングする腕前ならインターネットでもピカイチだって。それにニコの知り合いなら話が早いね。人を紹介してくれたらツケを帳消しにしてあげるなんて言ったらきっと飛びついてくるよ。 Okay, ich werde umgehend Nicole kontaktieren und ihr sagen, dass wir Rain beauftragen sollen als Speichereinheit des Prototyps für uns zu entschlüsseln. Möchtest du noch etwas anderes mit mir sprechen? Ich möchte nichts weiteres besprechen. Nächsten Tage sollen etwas entspannter sein. Mach einfach mal, was dir Spaß macht, weiß. Heißt, ich muss schon wieder gucken. Also aber schon fertig. Glaubt das Spiel geht bis zu Kapitel 3. Glaube ich? Weiß es nicht. Kapitelpause, Kapitel 2, Interlude. Ich muss ja wieder hier. Es ist Zeit, eine Pause zu machen. Dann mache ich eine Pause. Ich hoffe, ich kann mein Level hier wieder erhöhen. Es ist gar nicht so anstrengend, aber es ist besser, so eine Pause zu machen, zumindest nur um Bell ein bisschen zu beruhigen. Dann lege ich mich einfach mal hin. So spiele ich etwas auf mein Handy. Nein, du gehst sofort schlafen. Rescue from Hell. Nachdem du eine Weile im Internet gestorben hast, bist du immer noch nicht müde. Ein Klopfen hat Bell gemerkt, dass du nicht schläfst. Dann kannst du auch gleich aufstehen und mit ihr reden. So, ah, da sehen wir sie mal in ihrem, weil nicht Schlafanzug. Ich habe schon gefragt, wie sie aussehen würde. Obwohl wir sehen eigentlich auch nur so aus wie mit unserer. Ohne Jacke, ne? Also ja, sie hat auch nur ihre Jacke ausgezogen, nehme ich an. Nachdem die Angelegenheit mit Bellabug Industries vorbei ist, werden wir uns eine Weile ausruhen können. Macht doch etwas Spannenderes in der Zeit. Kümmere dich um das Geschäft in der Videothek und den Bestand an Videokassetten oder so. Es ist doch ganz angenehm, früher Feierabend zu machen und zu Hause alleine Videos zu schauen. Lass uns für heute Pause machen, weiß. Pass gut auf dich auf und bleib gesund. Mal sehen, wie viele Informationen du aus den Speichereinheit des Prototyps abrufen kannst. Das Monster im Monument war kein Ethereal und es sah nicht aus wie ein normaler Kohäsionskörper. Warum die Augen? Kann ich zulassen, dass Bär sich Sorgen macht. Klopft jemand an der Tür? Es ist schon hell draußen. Heute muss ich etwas fitter sein. Ja. Muss ich aus. Es ist bequem und dein Kopf fühlt sich besonders klar. Ich dachte, da war jemand an der Tür gerade. Was? Roland, hey. Ich bin Roland, der Leiter der Verteidigungsmacht von Neuridio, den Skop. Wir haben bereits viel Auftrag. Ja, auch dabei extrem Unterstützung. Auftrag. Genau, das ist bestimmt eine Höhne. Ich auf gerne der Höhe nur zu sein. Okay, wie denke ich und wichtig auf den sind keine Kollegen. Und ich bin ja, ich mache doch nur Höhle nur immer. Ich weiß nur nicht mal, wann eine Katze kommt und wann nicht. Aber ich bin kein Soldat. Das ist korrekt, aber soweit ich weiß, gibt es unter Ermittlern, die in einem Auftrag in der Höhle null beteiligt sind, keine Feiglinge und keiner von ihnen würde sich die Gelegenheit entgehen lassen, spezielle Ausrüstung des Militärs zu bekommen. Alles klar. Scott ausposten. Aber da ist doch niemand mit dem Namen Scott. Ron sagt, dass die Timer dieser Auftrag bewirkt. Scott noch mehr. Ja, ich weiß. Das ist der Katze und Maus Spiel 1 von Nekomata, wo du aufgezeichnet und ist im Videoarchiv verfügbar. Es wäre. Companion Mission oder so, ne? Warte mal, hier alles. Warum ist das hier mal am Aufblinken, aber hier ist nichts. Ich immer irgendwie am Aufblinken, aber da ist nichts. Mein Plan. Hier alles. So, warte mal, hier schließt die Hauptmission rauf, alles klar. Folge Peytons Chronik. Okay, ich nehme an, wir haben Kapitel 2 abgeschlossen. Ich würde gerne meine Internet Level erhöhen. Kann ich das mal so ganz nebenbei? Nehme ich mal an, nicht, ne? Ich wahrscheinlich erstmal wieder weiter, ne? Nicht freigeschaltet. Das kann ich auch schwierig spielen, dann kriege ich wieder Belohnung dafür, ne? Ah, schade.
Dann gehen wir mal zu Roland, ne? Alles, was hier noch storymäßig ist, mache ich natürlich. Ich drücke zwei Parts auf, mein Gott. So, Hallöchen, Leute. Roland. Bemerkenswert, seit meiner Nachricht sind nur 1 Stunde 27 Minuten und 33 Sekunden vergangen. Herr unabhängiger Ermittler, ich schätze deine Entschlossenheit. Alles klar. Für die Verteidigungsmacht der Pünktlichkeit einer Verpflichtung. Wir haben viele Missionen, bei denen Zeit von entscheidender Bedeutung ist. Und es gilt auch für euren heutigen Auftrag. Kurz gesagt, wir haben kürzlich mehrere Anomalien der Inter-Ether-Aktivität in der Nähe der Erkundungsroute in Höhle 0 entdeckt, die mit hoher Frequenz Ethereale verbringen werden. Die ungelöste Anomalie könnte die Erforschung der nachfolgenden Aktion der Verteidigungsmacht beeinträchtigen. Wisst ihr, dass wir uns darum kümmern? Genau dieser Auftrag zielt darauf, routenmäßige Beseitigungen in den normalen Gebieten durchzuführen. Natürlich werden nicht nur deine Truppen daran teilnehmen. Was den Support der speziellen Verteidigung Versorgungsgüter betrifft, die ich erwähnt habe, handelt es sich um Material zur Herstellung von W-Motorlaufwerken. Jetzt kommt er mit den Artefakten. Das heißt, die Masterkopien und die Beschichtungsmittel. Laufwerk-Masterkopie. Richtig, wir scheint, weißt du bereits Bescheid, obwohl W-Motorlaufwerke, kaum noch zu bekommen. Das interessiert mich ehrlich gesagt noch gar nicht, weil ich die nicht farmen werde zu dem jetzigen Zeitpunkt. Weil ich brauche Höchstlevel, gell? Jetzt lohnt sich das noch nicht. Ich nehme diesen Auftrag an. Jemand, ein paar sollte ich vielleicht farmen, ne? Im Moment ist wortwörtlich alles andere wichtiger. Mache ich dafür nicht Batterien? Ich habe gar keine Dings dafür. Leute. Ja, das sind sozusagen die Artefakte oder die Relikte wie in Honkai Star Rail und Genshin Impact, ne? Ich weiß ja noch gar nicht, was hier alles brauche. Hier erhöht den Ether-Schaden und so, das hier wäre doch nicht schlecht, ne? Ja, im Moment will ich das aber noch gar nicht alles farmen, ja? Die Teilnahme den Auftrag unbedingt bestätigt hast, wird die Quartiermeister bald die erste Versorgungsgüter anliefern. Ja, von einem Tonswegen Tuning antwerpen, dadurch wird die Leistungsfähigkeit eher deutlich verbessert. Danke, das mache ich. Ja, damit werde ich mich auch screen hier beschäftigen. Ja, alles klar, danke. Gleichzeitig jetzt merke ich mir schon. Es betrifft nicht nur das Institut und das Militär. Wird Hunt auch jemand dauerhaft am Scott Außenposten stationieren? Auf jeden Fall ist es besser, wenn sich morgen über die lange Lage informiert. Such doch mal Bardic Needle den Laden gegenüber auf unseren. Weil die einzige lange Planer von uns sind jetzt ein Problem mit der Beschaffung von Masterkupulen für die Laufwerke. Also das sind diese Dinger hier, von denen ich noch keinen ausgerüstet habe. Sind diese Dinger hier, diese hier. Das sind sozusagen die Relikte dieses Spiels oder die Artefakte dieses Spiels. Wenn er davon hier erhöht die Crit-Rate um 8%, ne? Ich habe schon ein paar von denen anscheinend. Ein paar habe ich ausgerüstet bei einigen Charakteren. Specht, Elektro, keine Ahnung. Crit-Rate, ja, ist mal mein aus. Ich glaube, ich muss sogar hier. So, ist das jetzt ausgerüstet? Specht Elektro. Ich glaube, dafür gibt es sogar auch irgendwie Dings hier, ne? Compendium, ja. Natürlich ein Effekt eines beliebigen Zwei-Teile-Laufwerks. Ja. Das ist genau das. Aber das ist ehrlich gesagt noch ziemlich doof zum jetzigen Zeitpunkt, weil. Diese Dinger sind halt nur wichtig, wenn du die höchsten Level davon hier hast. Die sind ja doch alles blau und lila und ich nehme an, danach gibt es noch Gold oder so, ne? So wie in anderen MiHoYo-Spielen, ne? Von daher bringt das jetzt noch nichts, die Dinger zu farmen. Das lohnt sich erst, wenn ich die höchsten Level davon irgendwie freigeschaltet habe, ne? Von daher werde ich die Dinger ganz bestimmt nicht farmen. Im Moment. Aber irgendwann mal, ne? Irgendwann muss halt ja mal freigeschaltet werden, ne? So. Wer bist du? Mein Gott. Lange nicht gesehen, Chef der Videothek. Ich war beschäftigt. Musikladen. Ich habe von den Nachbarn gehört, dass dein Geschäft in letzter Zeit Probleme zu haben scheint. Stimmt das? Ja, aber es ist jetzt alles wie im Lot. Also, was würde ich heute eher? Wenn du wegen der Laufwerke deines W-Mutters hier bist, muss ich dich leider vertrösten. Ich habe nicht genügend Masterkopien. Schau dir hier
Eine Schau dir hier. Na schau an, diese Beschleunigungsmittel scheinen von besser Qualität zu sein. Wo hast du überhaupt Material wie diese bekommen? Auf etwas unkonventioneller Weise. Hey, du bist immer noch so ein einfallsreich wie eh und je. Ich bin beeindruckt. Wenn wir genug Masterkopien für Tuning zur Verfügung stehen, dann könnte Bardic Needle vielleicht wieder eröffnet werden. Hast du das heute mein erster Kunde zu sein? Ich kann es kaum warten, die Musik zu hören, die mit von dir gebrachten Materialien bestimmt wurde. Gestimmt wurde. Ich freue mich auch schon drauf. Ich warte dann im Laden auf dich. Okay. Na, können Masterkopien und Laufwerke verbraucht werden. Zu Laufwerk zerlegen, Masterkopie zu halten und eine Teil der. Okay. Ich denke mal, die meinen ja Masterkassetten, weil die brauche ich doch für Gacha. Meister der Ladentour. Wähle ein Tuningsjahr aus Null, dessen Erscheinungswahrscheinlichkeit um 100%. Okay. Ach, dafür sind die Dinger. Ja, warum wollt ihr mir ja die ganze Zeit Elektro-Dinger andrehen? Ne? Die wollen mir die ganze Zeit für Anbieklamotten anziehen. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Effis Special des Tages. Okay, so, ich habe ein paar bekommen. Alles klar. Cool, aber. Ich denke mal, davon gibt es irgendwann. Da, guck mal. Guck mal, da unten links. Da sieht man doch schon, es gibt goldene. Blaue und lila sind noch vollkommen unnütz, weil das ist halt Verschwendung dafür zu farmen. Ne? Also ich muss erst warten, bis ich hier das Maximum davon, bis ich irgendwann goldene Version von denen ja mache, grinden kann. Weil sonst ist das vollkommen Zeitverschwendung und Materialverschwendung, weil die blaue und lila werde ich nie ausrüsten im Endgame. Von daher bringt das noch nichts. So, ich dachte, da steht unten rechts Firefly. Wie erwartet, oder sollte sagen, es ist besser als erwartet. Chef, bekommst du auch in Zukunft noch mehr von Materialien dieser Qualität ran? Ich denke schon. Nur weitere Materialien kann ich weiter Lymo herstellen. Ich habe keine Ahnung, ob die Verteilungsmacht. Ich glaube, die sollte ich dann sparen, ne, bis ich irgendwann goldene herstellen kann. Ich freue mich schon auf diesen Tag. Was nicht so einfach, ich werde meine Sinne abstimmen und es herausfinden. Kein Problem, will ich den Laufwerk an deiner eigenen B-Motor ausprobieren, um sicherzustellen, dass es einwandfrei funktioniert. Alles klar. Na, wie gesagt, das werde ich mir erstmal hier. Damit werde ich mich definitiv nicht befassen für eine ganze Weile, weil jetzt lohnt sich das noch nicht. So, geh zum Laden zurück und sprich mit Bill. Bill, was geht, Bill? Weißt du, bist wieder da. Hä, ist das ein neuer B-Motorlaufwerk in deiner Hand? Ich dachte, ihr Musikladen hätte kürzlich geschlossen. Heute hat er wieder geöffnet. Ja, nur, ich erinnere mich daran, dass Effi sagte, dass Masterkopien in letzter Zeit nicht zu finden sind. Weißt du, hast du etwa welche besorgen können? Sag Bell Bescheid, was heute vor Mittag passiert ist. Die Verteidigungsmasse ist wirklich beeindruckend. Warte mal, ich habe doch gar nichts da gemacht. Im Anschluss sollte Effis Geschäft mit den Tuning der Laufwerke wieder reibungslos fortgesetzt werden können. Weißt du, musst morgen Vormittag noch zum Außenposten, um die Handleute zu treffen, oder? Was hast du heute noch vor? Wenn du nichts geplant hast, kann ich dir ein paar Aufträge vorschlagen. Das HDD-System gibt gerade rechtzeitig einen Ton von sich. Es wird sehr schnell einige passende Aufträge und sendet die Informationen an dein Handy. Man sagt sich, es muss jetzt hier schon wieder. Boah, Leute. Kann ich mein Dingslevel erhöhen? Mein Dingenslevel. Das wieder wichtig sehe, sonst bringt das hier wieder nichts. So, ich sehe, wie ja neue Aufträge hinzugefügt worden sind. Nichts Neues ist ja auf. Boah, Leute, verbringen den Tag in einem eigenen Tempo. Alles klar, eine Weile ausruhen. Da wird nichts gemacht, ne? Ne. Leute, jedes Mal. So, Bell, komm, spur mal vor. Wenn ich weiß, was du tun sollst, kannst du mir zu mir kommen. Jawohl. Nein. Ach. Wie sieht das Spiel echt jetzt zwingt, hier einen Auftrag zu machen, damit ich hier Story weiterführen kann. Ne? So, hier irgendwas. Ach, hab ich hier Dings hier freigeschaltet, die zweite Seite. Du hast bitte diese neuen Hinweise zu sagen.
Ah, sind neue Sachen, ja, ne? Ich hab's auch Sachen. Bin auf der alle verlorene Laster, alles klar. Okay. Na gut, dann mache ich wieder irgendwas. Dann mache ich wieder irgendwas hier auf Screen, ne? Und die letzten 20 Minuten machen wir dann weiter, nehme ich an. Ich mache dann irgendeine Mission hier auf Screen einmal kurz, ne? Und ich nehme das an. Und dann sehe ich euch dann in den nächsten 20 Minuten noch mal wieder, ne? Also bis gleich. So, wieder ein Auftrag ab. So, wieder ein Auftrag abgeschlossen. Jetzt kann ich mich wieder aufs Sofa legen. Mein Gott. Bell hat neu hat irgendwie noch auch hier angesprochen, so, oh, da ist ein Gerichtstermin, ne? Mit Nicole. Und wie es meinen Augen geht und so. Und ja, wir müssen jetzt zum Scott Außenposten. Und ja, ich finde das irgendwie doof, dass man irgendwie eine so eine kleine Mini-Mission noch machen muss dazwischen, um das hier weitermachen zu können. So, dann soll ich jetzt, ne, wenn wir etwa noch 20 Minuten machen können. So, ey, yo, was geht? Schon wieder eine neue. Es scheint, als ob dieser Handlungsverlauf bekannt wird. Guten Tag. Psst, schon gehört. Die Kommandozentrale veröffentlicht derzeit einen Informationsbericht, der als höchste Priorität behandelt werden muss. Musst du von Roland empfohlen? Ja, ich habe gehört, dass du Hilfe brauchst. Richtig, Jagd nach dem notorischen Ethereal. Ja, davon habe ich auch gehört. Notorische Jagd ist das, ne? Das ist auch irgendein Spiel. Wie viel Spiel muss? Gibt es in diesem Spiel? Das ist alles. Keine weiteren Informationen. Eine kurze Zusammenfassung steht für Präzision. Die Begriffe Jagd und Hirsch Ethereal sind ausreichend, das Auftragsziel und Schwierigkeiten zu beschreiben. In Bezug auf zusätzliche Informationen besteht für das Höhen Sondereinsatzkommando keine Verpflichtung, dich an diese Öffentlichkeiten weiterzugeben. Wenn du wirklich etwas zur Beruhigung brauchst, hier sind einige Informationen für dich. In der Forschungsbereich der Höhle 0 werden kurzliche Spuren der Aktivitäten von einigen notorischen Ethereal entdeckt. Aus Sicherheitsgründen ist die Beseitigung dieser hochgefährlichen Ziele oberste Priorität. Da sich durch Aktivitäten dieser Ethereale auf ein großes Gebiet erstrecken und die Gefahren hoch sind, ist es nun erforderlich, öffentlich erfahrene Freiwillige zu rekrutieren, um die Erfolgsrate des Auftrags zu erhöhen. Was mich dreht, ich bin Ophelia, die vom Höhlen-Sondereinsatzkommando zum Scott-Außenposten entsandt wurde. Meine Truppe ist hauptsächlich für die Sicherheitsaufträge des Außenpostens zuständig und ich bin auch dafür verantwortlich, die Sicherheit der Forscher des White Stars Institute zu gewährleisten. Du kannst ja tatsächlich in langen Sätzen sprechen. Wenn du also Vertrauen in die Leistungsfähigkeit deiner Truppe hast, kannst du gerne zu mir kommen. Selbstverständlich, beim nächsten Mal kannst du auch leiser werden. So. Was ist das jetzt schon wieder? So. Als die furchtbaren Ungeheuer das zwei Formen hat und sich in der Tiefe des Meteors versteckt. Okay, wofür mache ich das? Okay, aber wofür mache ich das? Ein wichtiges Material, das zur Verbesserung erhöhter Kernfähigkeiten von Agenten erforderlich ist. Ach, dafür kann man, alles klar. Stufe 30. Eis-Ether, ja, meinetwegen, machen wir einmal. Eis, wieder was zum Farmen. Aber es stand nur eins von drei, habe ich gerade gesehen. Billy. Ich habe übrigens gemerkt, die ganzen Dinger hier bekommen andere Effekte. Also er hat zum Beispiel nur einen Effekt, der irgendwie aktiviert ist, wenn ich diese Victoria Mites hier ausgerüstet habe in meinem Team. Also einige von diesen Hasen kriegen nur Effekte, wenn ich bestimmte Charaktere oder bestimmte Fraktionen in meiner Truppe habe. Das heißt, der Butler bringt mir eigentlich gar nicht so viel, weil ich da diese Mites hier haben müsste eigentlich. Dann nehme ich nur zwei Charaktere ab. Ich meine, bringt natürlich auch was, aber. So, warum kriege ich am Anfang Eisschaden? Ja. Ich habe Eischarakter. So. So, du bist nicht der Gegner. Ich habe ein Zeitlimit, warum?
Ich habe halt ja alle Sachen immer freigeschaltet, hier so in Sachen Funktionen. Ich nicht immer erst hier warten muss. So, hey, jetzt musst du das machen und jetzt musst du erstmal das machen. Und erst dann kannst du alles machen, was du willst. Alles, was ich jetzt hier noch will, ist meine. Ich habe da drei Kreuz. Alles, was ich ehrlich gesagt noch machen will, ist hier mein Level wieder zu erhöhen. Mein Proxy Level. Ich werde neue Sachen farmen kann, meine Charaktere stärker machen kann. Ja, jetzt kommt so. Man muss denn hier noch gegen so eingekämpft erstmal. Ja, ich habe gerade mein Eisschaden ist stärker. Guck mal her. Oh mein Gott, wie viel Schaden ich mache. Kann man schon sagen. Okay, irgendwie glaube ich, kriege ich dann schneller runter als den Typen davor. Da will ich mir halt nur ein. Da hab ich schon geblockt, bevor du überhaupt gespawnt bist. Erstmal seine Phase wechseln. Da war ein Zone 0 auch schon. So, komm mal her. Da kommen wir in der zweiten Phase. Ja, das heißt, ich kann es ja nur dreimal in der Woche oder so grinden. Am Block hier nehme ich ja so ein bisschen, was ich hier hochleveln kann, meinen Charakteren. Wow, er ist eingefroren. Na, sag er Shadow. Meine Charaktere sind ein bisschen stark. Oh mein Gott, ich hab Schaden. Nein. Bonk. Okay. Spiel macht schon Bock, ganz ehrlich. Oh mein Gott. So, und die Dinger sind jetzt hier irgendwie, um Fähigkeiten hochzunehmen. Was ist das hier? Ermittlungserfolg. Okay. Aber das alles brauche ich im Moment nicht. Im Moment würde ich gerne mein Proxy Level erhöhen. Ich habe grundlegend Verständnis der notorischen Jagd. Das würde die Aufmerksamkeit von Fehler wahrscheinlich stimmen. Sollte ich jetzt nach Hause gehen? Dann wieder den Tag mein eigenem Tempo hier angehen. Vorher wetten. So, hier habe ich das gelesen, ne? Ja, genau, hier ist das. Schieße einmal notorische Jagd ab. So. So. Ich tue immer mehr Sachen hier freischalten, die ich im Spiel machen kann, ne? Und ich komme mir jetzt schon so vor, als würde ich irgendwie mit jedem Charakter hier schon so weit wie möglich. So, wo war das jetzt hier, was ich freigeschaltet habe? Ich dabei irgendjemanden schon was hier. Was habe ich denn da freigeschaltet jetzt?
viel Materialien habe ich denn da jetzt bekommen? Hier habe ich doch noch gar nicht. Bin ich noch gar nicht. Ich bin noch gar nicht so weit, Mann. Da kann ich auch noch gar nicht leveln. Außer er erhöht mein Proxy-Level, was jetzt ziemlich. Video-Archiv-Staff. Was ist da neu? Das ist ja. Bell. Weißt du, bist zurück. Wie sieht's aus? Heute im Scott aus muss alles gut gelaufen. Ja. Seit wir als externe Ermittlungsgruppe für die Höhle 0 anerkannt wurden, ist unser Geschäft im Vergleich zum Vorher ganz schön gewachsen. Aber es wird unser IQ-Konto bald wieder befördert. Jawohl. Weißt, wenn es dir möglich ist, alles klar, los. Bitte halt den Ball flach. Nein, nicht flach halten. Lass den Ball rollen. Nein, komm. Lass mich das machen. Wo mache ich das? Ey, willst du jetzt nicht, dass ich hier schon wieder eine Quest mache, oder? Leute. Oh, Leute. Ich will befördert werden. Boah, Leute. Ich hasse es, wenn das da steht. Soll ich dir einen Auftrag empfehlen? Nein, ich will. Boah, Leute. Ihr seid spielbare Charaktere. Hallöchen, was macht ihr denn hier? Lucy, schau, der Hund passt wirklich auf den Kiosk auf. Wie süß. Lass uns das aus der Nähe anschauen. Waren dir niedliche Tiere nicht egal, Piper? Denkst du etwa, ich weiß nicht, dass das nur eine Ausrede ist, um Rubbellose zu kaufen? Oh, wie gemein, mich so kaltherzig bloßzustellen. Du bist nicht zu streng, Haushälterin Lucy. Jetzt, da wir endlich in der Stadt angekommen sind, gerade weil es nicht so einfach war, müssen wir uns beeilen, die dringenden nächsten Versorgungsgüter für die Kolonie zu kaufen. Ich habe alles, was ich brauche, auf meine Liste aufgeschrieben. Wir brauchen uns nur aufzuteilen und die Sachen zu kaufen. Dann können wir zurückgehen. Oh, wie seltsam. Die Hälfte der Sachen auf der Liste scheinen Kosmetika zu sein. Das ist sie falsch. Das ist meine Liste. Außerdem ist die Hälfte ja auch nicht so viel. Schließlich ist die Sonne in der Außenzone ziemlich aggressiv. Ich habe mich noch nicht richtig daran gewöhnt. Naja. Verstehe ich vollkommen. Und die Navigator-Affe-Überraschungsbox, das Raketen-Popping-Bonbon und die Vorratspackung UFO-Chips in 10 Geschmacksrichtungen sind auch kein Problem. Du musst das nicht noch einmal lesen, dein Gedächtnis ist doch hervorragend. Jedenfalls erzähl Bunnies später nichts von den Rubbellosen, sonst beschimpft sie uns wieder, weil wir sie nicht mitgenommen haben. Keine Sorge, ich werde sie nicht sagen. Außerdem werde ich mir auch nur ein paar zum Spaß kaufen. Okay. Keine Ahnung, da sind auch spielbare Charaktere. Die sehen wir bestimmt auch noch irgendwann, ne? Im Laufe der Story, nehme ich an, keine Ahnung. Ich dachte ehrlich gesagt, die gehören auch beide zu diesen Battlebock-Leuten, aber irgendwie sehen die doch nicht so aus, ne? Die sahen auch erst so wie Bauarbeiterklamotten aus, aber anscheinend nicht. Na gut, ja, ich mache ja noch ein bisschen weiter, ne? Ich habe gerade eine Mission gemacht, aber irgendwie hat das nichts gebracht. Also ja, bis gleich. Okay, ich habe 1-2 Aufträge abgeschlossen. Jetzt will sich Shepard mit mir treffen. Was will denn der schon wieder? Hey, wie geht's? Na, ich bin eigentlich so sehr, dass du einen tollen Ort wie Six Street selbst lebst und jeden Tag einen Kaffee von Kaffee trinken kannst. Dann zieh doch her. Früher war ich vielleicht für eine Tasse Kaffee umgezogen, aber ja, da bin ich jetzt schon längst aus dem Alter raus. Also, worum geht's bei der Angelegenheit? Willst du mir wegen deiner direkten Art Sorgen machen, dass wir nur eine oberflächliche Beziehung zueinander haben? Bei guten Beziehungen kann man erst recht direkt sein. Da werde ich mich meiner Frage nicht zu halten. Letzte Zeit hast du ziemlich flott deine Internetstupfbesser und Höhlenbeobachtungsdaten gesammelt. Mir ist schon klar, dass du besonders gut im Sammeln von Höhlenbeobachtungsdaten bist, aber seitdem du dieses neues Konto erstellt hast, auch wenn du früher bereits im Besitz über ausreichend historischen Daten war, es scheint deine Effizienz beim Sammeln neuer Daten nachgelassen zu haben, oder? Ist das alles? Du weißt, wer ich bin? Glaubst du wirklich, dass ich den Unterschied nicht bemerkt habe? Es ist, als würde ich über göttliche Kräfte verfügen. Aber nun ja. Wenn du dich weiter darüber sprechen möchtest. Also gut, komm zur Sache. Okay, schon gut. Ich wollte nur sagen, dass du dich jetzt hier Zeit der Prüfung der Ansehungsprüf. Oh mein Gott, lass mich dadurch. Okay, alles klar, gut. Der mich irgendwie hier, alter Fuchs. Keine Ahnung.
Meine Gott, es ist schon ein bisschen spät heute. Ich habe keine Zeit mehr, Mann. Ich will einfach nur Beförderung haben und dann gehe ich wieder. Mein Gott. Ah. Ich habe ja echt ein, zwei Missionen noch gemacht. Beim einmal haben sie mich irgendwie so hier voll gelinkt hier so, ja. Oh, ja, ist wieder was in der Story vorangekriegen. Dann hieß es schon einmal schon wieder so, oh, okay, du musst noch mal den Tag irgendwie verbringen. Und ja, es ist schon ein bisschen spät, deswegen, oh, ich sitze jetzt schon eine ganze Weile. Deswegen will ich das hier ganz ehrlich schon so ein bisschen hinter mich bringen, wenn ich ganz ehrlich bin. So, mit dem Team bin ich die ganze Zeit hier am Durchrocken. Aber gehen wir mal hier mit. Weil ich krieg trotzdem einen Dreier-Bonus, oder auch nicht? Ah ne, weil die nicht physisch sind. Obwohl, warte. Funktioniert dann jetzt hier wieder, ne? So, genau. Ich habe nämlich zwei Elektro-Charaktere und zwei Mitglieder der Cunning Airs. Und das scheint auch trotzdem irgendwie noch so eine Synergy zu erzeugen. Von daher ist das gut. So. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen spät und ich will heute auch noch fertig werden. Und mir tut schon der Kopf weh, bevor ich die erste Aufnahme heute gestartet habe, was vor drei Parts oder so war. Deswegen würde ich heute gerne erstmal fertig werden. Und zwar mit dieser Beförderungs. So, ich weiß nicht, ob ich das hier in der Zeitrechnung hier schaffe, aber okay. Dann kann ich wieder ein bisschen effizienter farmen, ne? Und das würde ich mal gerne, ne? Also ich könnte mehr Materialien farmen auf einmal, glaube ich dann, ne? Wenn ich höhere Level habe, ne? Zum Grinden. Oh mein Gott. Wird auch ewig dauern, bis ich den erlebe. Das war da gerade. Verzeichnen. Keine Ahnung, ich habe wirklich eine Mission erledigt. Dann hieß es auf einmal so, oh, okay, du kannst den Tag heute beenden, ne? Dann hat sie ja so, dann hat Belle so ein bisschen so weit über die Story gesagt, so. Und dann ist auf einmal so, okay, tu wieder deinen Tag irgendwie verbringen. Da habe ich extra die Aufnahme gestartet und so und ja, hat sich trotzdem nichts getan. Da habe ich das Spiel ausgesetzt. Ich mag es irgendwie nicht, wenn das Spiel irgendwie so mir sagt, ah, jetzt mach eine Mission, jetzt darfst du nichts mehr machen. Jetzt musst du. Jetzt kannst du erst in der Story weitermachen, bevor du irgendwie was anderes machen kannst. Also ich finde das irgendwie nicht so gut. Das ist irgendwie. Lass mich einfach hier entweder hier alles machen oder dich. Oder nee, nicht. Oder nicht. Lass mich einfach alles machen, was ich will, ja. Weil jedes Mal, wenn dieser Punkt kommt, so, oh, wer weiß, ist schon so spät, du musst schlafen gehen. Dann kann ich keine andere Quest machen. Das nervt irgendwie. Deswegen lass das bitte. Ich hätte vielleicht mal diese Dinge ausrüsten sollen, hier diese Artefakte, die ich letztens bekommen habe. Sind zwar wahrscheinlich nicht gut, ne? Weil ich halt irgendwelche zusammengewürfelte bekommen habe, aber ich sollte vielleicht trotzdem ein paar ausrüsten, ne? Wenn schon, denn schon. Da. Ich bin erstmal froh, dass ich hier wieder meine Level hier hochleveln kann. Ah. In den habe ich gerade schon gekämpft in der Mission. Mein Gott, was stöhnen die immer so, wenn sie ausgewechselt wird? Pfannkuchen, Tisch. Bitte. Und Grusel Action. Boom. Ich glaube, ich habe ja gleich nochmal an. Zack. So, dauert ein bisschen, aber schaffen wir. Kein Problem, ne? Weil können wir ja nur schaffen, ne? Meine Charaktere sind so stark, wie sie nur sein können, eigentlich. Stärker können sie nicht werden. Bis ich das Level hier erhöht habe.
Also muss es ja machbar sein, ne? Was ja, wenn ich vielleicht nur einige Kopien von denen bekommen, einige doppelte, dann kriegen die auch noch mal ihre Fähigkeiten hochgelevelt und so, ne? Das ist ja wohl nicht vorausgesetzt, ne? Na, schau mal deine Ultimate an. Haben wir jedermanns Ultimate heute gesehen. Ich krieg manchmal ihre Kombo gar nicht raus. Pardon. Zack. Oh mein Gott. Oh. So. Jetzt öffnen sich wieder einige. Ich habe sogar alles geschafft. Ne. Innerhalb von 3 Minuten 30 Sekunden. Irgendwie habe ich auch trotzdem alles da. Oh, ich habe 2 von denen bekommen. Ja, ich brauche noch eine. Oh. Da Mist. Ich brauche noch eine. Warte mal, das ist sogar machbar, glaube ich. Frage Nummer 18, wo im Bell gegangen ist. Das interessiert mich jetzt sowas von nicht. Na, warte mal, ich muss aber mit ihm reden, ne? Prüfung bestanden. Meinst du die Beförderung? Ja, du hast mir, es hat mir Bell erzählt. Wenn du die Prüfung bestehst, wirst du mehr Leistung bringen und bessere Aufträge bekommen. Ich habe mich ebenfalls bemüht, in den Laden zu führen, für diesen zu Hause vielleicht zu sein, wie alle. Dann zähle ich auf dich. Apropos, wo ist Bell? Bell hielt gerade einen Anruf, wollte nicht gestört werden. Sie ging zum Parkplatz. Danke, ich gehe mal rüber. Okay. Das heißt, vom Parkplatz werde ich mich hier erstmal fernhalten, ne? Kann ich da hinrennen, ohne dass irgendwas getriggert wird? Nur so zur Not. Hm. Wo ist Bell? Da ist Bell. Hey. Okay. Gut, dann lasse ich die mal in Ruhe, ne? Kann ich alles machen oder wurde ich hier, heißt es hier wieder so, oh nein, und dann würde ich erstmal die ganzen Sachen ja irgendwie erledigen, die ich ja noch habe, wenn ich wieder finden würde. Okay, Gott sei Dank. Oh. So, ich habe 9 von diesen Dingern. Ich weiß genau, wo ich nur eine herbekomme, indem ich ihn ja hochlevel. Das heißt, ich muss einmal ganz kurz für ihn diese Dinger hier. Ja. Wo geht man die Dinger? Ja, Ridofons. Hm. Welche Dinger sind das? Kriegt man die zuverlässig? Gott, wo sind die? Ridofons, wo? Mein Gott, dann gehen wir kurz hier grinden für ihn. Damit etwas Glück kriegen wir vielleicht noch einen Charakter. Aber da muss ich mal kurz hier rein. Wollte ich sowieso reingehen, wenn ich ja fertig war in meinen Grinden Sessions und so. Und dann tun wir mal 40, ne? Ich habe noch 40 gerade. Na gut, Rainer, warte mal. Ist das schon Stufe 30? Okay. Gut, so viel wie möglich natürlich, ne? Je höher das Level ist, so besser kriegen wir, desto mehr kriegen wir, ne? Nehme ich an. So läuft das hier ab. Deswegen wollte ich auch mein Level hier schon hoch leveln. Da. Die Gegner werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen stärker sein. Aber kein Problem. Wenn wir dafür heute nochmal die Gacha spielen können, ne? Und vielleicht noch einen Charakter, den ich nicht habe, bekomme. Was eigentlich nur 2 Charaktere sind. Ich finde eigentlich nur 2 4-Sterne Charaktere. Und die würde ich gerne noch haben. Und das. Ah. Ich meine Charaktere wieder stärker machen, Mann. Und glaube ich auch erstmal Pause machen hier vom Aufnehmen. Ich habe noch
Ich dachte, habe ich erst den 8. Part hier hochgeladen von diesem Spiel. Ich bin schon bei Part 15. Müsst ihr mal alle hochladen, ja. Will ich mal versuchen. So, ich glaube, ich brauche 4. Ich habe 5 bekommen. Habe ich jetzt nicht ganz normal bekommen? Warte mal, gab es eine Stufe runter noch? Nee, ne. War ja voll doof. So, okay, wollte schon sagen. So, ihn befördern wir mal. Jetzt gehen wir hier. Jetzt haben wir 10. Aber eigentlich extra noch mal. Puh, keine Ahnung. So mein Gacha-Ort hier. Also was? Wir haben die beiden ja letztens gesehen. Ich habe die ja getroffen irgendwie, ne? Standen irgendwo hier. Das sind ja die einzigen 4-Sterne Charaktere, die wir noch nicht haben, ne? Dann machen wir halt so. So, ich habe ja 10, ne? So, boom. Habe ich hier noch? Nö. Gut. Dann hoffen wir mal, das war vielleicht ein von den beiden Kriegen, ne? Jetzt nicht die ganze Zeit meine die blöden Waffen hier, die ich, oh, ich. Na gut, gucken wir mal. So. Das würde echt meine Kopfschmerzen ein bisschen hier entfernen. Von daher. Komm. So, 2 A-Sachen, alles klar. Gutes Zeichen. Billy! Ich meine, gut, Billy benutze ich. Was rede ich eigentlich? Aber ich will auch die anderen beiden Charaktere, die mir noch fehlen. Ich muss echt auf die nächste Gacha warten, auf die nächste Special Gacha, habe ich so ein Gefühl. Hey, du siehst aus, als könntest du für Billy die Waffe sein. Das ist ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Das ist ja irgendwie. Ja, das kriege ich ja nur 3-Sterne Sachen, ne? Okay, cool. Das ist irgendwie eine coole Kombination, die ich hier gerade bekommen habe. Da war immer noch die letzten beiden Charaktere. Oh. So. Dann nochmal dich mal hier. So, beim Treffen von Gegner mit seinen Spindangriff unangekürzt wird 7 Punkte Energie, aber ja. Ja, gerne. Oh, nice. Und ich nehme an, das hier. Dann nehme ich mal an, das hier ist hier sein persönliches Waffendingen, ne? Replikant der Sternlicht-Engine. Ne? Hört, wenn Gegner außerhalb von 6 Meter durch einen Basisangriff oder Spingangriff getroffen werden, den durch Tränenträger verursachten physischen Schaden. Ja, das ist sowas von Billys Dingen, kein Ding. So, da habe ich eine Menge Sachen, die ich hier upgraden kann. Offscreen. Ja gut. Und ich habe auch eine Menge Dennis, um ja das hochleveln zu können. Okay. So, er hat nicht das Ding. Jetzt hat er das Ding. Ist er das Ding nicht mehr? Dann verstehe ich das nicht. Muss ich das nur einmal irgendwann mal ausgerüstet haben? Das ist mir übrigens auch hier aufgefallen, glaube ich, ne? Wenn man jetzt darauf geht, steht dann nichts, ne? Unten links, ne? Aber wenn man die Charaktere ausrüstet mit deren speziellen Waffen, ne? Also war echt cool, dass man, dass jeder hier seine persönliche Waffe hat, die so einfach zu kriegen sind, auch doch. So, wenn ich jetzt zu die Waffe gehe, ne, dann steht da unten links da ein von Billy maßgeschneiderter Supercomputer W-Motor, der wie ein falsches Sternlichtspielzeug aussieht. Ja, wenn ich die Charakter, wenn ich das irgendwie bei denen ausgerüstet habe, dann steht da, da kann man aber erkennen, dass das für ihn ist zum Beispiel.
Ich doch gewusst. Weiß noch nicht, wofür die beiden hier sind. Ich nehme an, die Charaktere sind noch nicht draußen oder so, ne? Gut. Dann würde ich sagen, ich mache für heute Feierabend, weil ich habe eine lange Zeit hier aufgenommen und also nicht lang aufgenommen, aber ich habe auf eine lange Zeit heute irgendwie aufgenommen und mein Gott, mir tut der Kopf weh. So, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal was aufnehme, wird wahrscheinlich eine Zeit lang dauern, weil ich hier eine Menge Sachen jetzt zu grinden habe. Also ja, gut. Aber für heute war es das, ne? Das war glaube ich der 15. Part, wenn ich mich nicht irre. Meine Güte, guck mal, wie viele Leute jetzt hier sind, ne? Gut, aber darum kümmere ich mich ein andermal. Ich will nicht nach Hause, ich bin zu Hause. Ich will schlafen gehen, mir ist schon spät, ne? So, danke schön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich freuen, dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.